Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Call of Duty Modern Warfare 3 mit mir, Alter Wache 1993, auf der Map Mission im Spielmodus Team Deathmatch. Ja, Mission, jetzt nicht so meine Lieblingsmap, ist aber auch nicht so eine Hassmap, ist es halt einfach so, so ein Mittelding. Jo, heute mal FAD mit Rotpunktvisier, MP9 mit ohne Schalldämpfer, Semtex, Blankgranaten, Plünderer Pro, Stelzin Pro, Totenstelle Pro, Drohne, Predator und Hind. Genau. Jo. Jo, heute mal eine Sonntagsaufnahme um, keine Ahnung, 12 oder so. Ich habe versucht, eine Dingens zu finden, eine Lobby mit dem DLC. Habe ich auch gefunden. Das Problem war halt aber nur, dass die Spacken gekämpft haben bis zum Gehtnichtmehr. Das heißt, das kann ich leider nicht nehmen. Und daher jetzt für euch neues Erspieltes, aber trotzdem bleibt das Thema gleich was. Na, Thema vielleicht nicht, aber die Ansage... Eine Ansage, die hört sich auch ein bisschen scheiße an. Aber das, was ich euch sagen möchte, bleibt trotzdem gleich. Und zwar möchte ich, beziehungsweise nicht möchte ich, suche ich, brauche ich eure Hilfe, nie wieder mal, ja. Und zwar suche ich einen Editor für Frag-Movies, also CSGO-Clips, alles so drum und dran. Also wenn ihr davon ein bisschen was könnt, könnt ihr euch ganz gerne, ganz gerne melden. Und ich schreie schon hier so übelst in dem Mikrofon. Könnt ihr da euch ganz gerne melden und ja, einfach in die Kommentare reinschreiben. Pass auf, ich kann das ein bisschen. Ihr könnt doch gerne üben. Alles drum und dran. Ihr braucht halt bloß die Programme und ein, ja, so ein bisschen, dass ihr es halt schon mal ein, zwei Mal gemacht habt. Das wird mir auch schon reichen. Und ja, weil ich habe ganz, ganz viele CSGO-Clips, die gar darauf warten, halt in einem Frag-Movie umgewandelt zu werden. Und ich hoffe mal, ja, dass die auch das auch bald sind. Dann habe ich da auch nochmal so eine Sektion. Weil ich habe da, was weiß ich, wie viele. Ah, fuck you. Vogelcamper. Ja. Wäre auf jeden Fall nice. Ich habe auch ein paar englische Zuschauer. Darum jetzt, sorry für mein schlechtes Englisch. Aber, yeah guys. I'm searching for a freaking movie editor. If you have skill in this kinds of editing or movie making, whatever, you can write me your name in the comment section below and I contact you after. Yeah, then. Oh. Nein! Oh, war das knapp. War halt so eine kleine Ansage. Ich weiß, ich habe nicht das beste Englisch, aber auch. Aber es reicht, sag ich jetzt mal, zum Kommunizieren auf Englisch. Wie gesagt, ist halt auch nicht das Beste, aber es reicht, wenn man was auf Englisch will. Es reicht. So, nehmen wir den weg. Und nehmen wir den weg. Also die Leute gehen hier auf jeden Fall gar nicht mal so. Also, ja, ich sag mal so, es sind auf jeden Fall bedeutend bessere Leute am Start gewesen schon mal. Okay, dann rennt er halt dann nicht lang. Wir haben Heli. Gut. Ja, holen wir uns mal den Heli weg. Ja, ist jetzt zwar ein bisschen schade, weil ich halt zwei Kills brauche für meinen Hind. Und da ist auch Nummer 1 schon. Ach nee, das ist meiner. Ich hätte ihm fast auf meinen eigenen Mate geschossen. Scheiße, ich habe keine Semtex. Fuck. Ich hätte ansonsten ganz gerne eine Semtex rübergeschmissen. Er schlagt mich jetzt bloß nicht mit dieser scheiß Kiste, Mann. Ja, 17-1. Es geht auf jeden Fall volle Sau klar. Nee, da möchte ich ganz ungern lang gehen. Aus dem Grund, weil da hinten halt die ganzen Sniper campen bis zum geht nicht mehr. Ja, die Drohne. Wenn man eine Drohne hat und da ist eine Smoke, einfach durchballern. Einfach durchratzen. Einfach mal ein komplettes Magazin reinhauen. Fuck you mit der Striker. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, weil ihr erwischt immer einen. So, nehmen wir den auch noch mit. Ist natürlich jetzt scheiße, dass ich von dem Typen da gekillt wurde. Ja, wie gesagt, wenn ihr halt ein bisschen Editor-Skills und sowas habt, könnt ihr euch ganz gerne melden. Weil es werden halt auch immer mehr, Clips, die halt da ein bisschen editiert werden möchten. Und so kann ich halt auch ein paar Jüngeren, oder was heißt Jüngeren, Neuling, die dann halt sowas machen möchten. Oh, da habe ich sogar einen getroffen. Ja, mal die Chance geben, ein bisschen da zu üben.
Also von daher, immer her damit. Alter, der Player, der räumt da aber ab, Mann. Na, fuck, scheiße. Naja, 2 gegen 1 tot, das geht auf jeden Fall ganz gut klar. Zack. So, den nehmen wir auch noch mit. Zack, da war ein Taktikeinstieg von dem Typen, okay. Kann man definitiv mal machen. Also die FAD ist auf jeden Fall eine ordentliche, schöne Waffe. Die habe ich immer, oder spiele ich sehr gerne. Fuck you. Ist die Standardklasse, kann das sein? Die er da spielt? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Und er kommt da wieder von der Seite, Mann, dieser Homo. Und er spielt Unterstützer. Das ist auf jeden Fall schon mal ordentlich widerlich. Und dann kommt da noch eine 27-7. Also cool, 27-8. Bald jetzt anfangen zu campen. Beziehungsweise uns versuchen zu belagern. Oh Mann, ey, das gibt's nicht. So, den nehmen wir auch noch mit. Und das war's, ein 28-8. Hätte bedeutend mehr sein können. Ich bin leider sehr oft ungünstig gestorben. Aber nur gut, egal. Das war's auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, wenn ihr Editor Skills habt, ein bisschen zumindest so die Programme, alles drum und dran, könnt ihr es ganz gerne mal cheater, don't forget, sag mal what. Ich cheate zwar nicht, aber gut. Ja, könnt ihr euch einfach melden, genauso wie die Englischen. Da habe ich auch eine kurze Ansprache in Englisch gehalten. Habt ihr mir meine Englisch-Skills gehört. Und ich würde sagen, wenn ihr das Video feiert, ihr könnt ganz gerne ja, mal euren Kumpels erzählen, was ich mache, wenn ihr, ne? Ihr wisst, was ich meine damit. Und dass ich denn da ein bisschen, ja, noch größer werde. Wie gesagt, alles von Vorteil für euch. Dann kann ich da mal ein paar Sponsorings noch, oder ein paar Partnerships, noch mehr Partnerships an Land ziehen. Dann habt ihr auch noch ein bisschen was davon. Ihr seht mehr Videos und das und das. Und dann gibt auch mal ein Giveaway, wenn eine bestimmte Größe erreicht habe. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin raus. Ich bin Aalbach 1993. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.